Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Kingsport Leuchtturm. In der Siedlung Kingsport Leuchtturm und ja, wir haben hier noch irgendwelche Stützbalken, die wir hier drunter bauen wollen. Also die sollten da noch hin. Nur wie machen wir das am besten? Ah, mir kommt da schon noch eine andere Idee gerade. Die Idee mit der Schablone, die wir zum Schluss der letzten Folge hatten, ich glaube, das ist schon gar nicht so falsch. Mal sehen. Das müsste sich doch jetzt hier dran setzen lassen. Ah nein, das geht auch leider nicht. Ja, so ginge das. Kann das denn so stehen, wenn wir jetzt hier so eine... Dann ist der Stützbalken auch mitten im Weg. Oh nein! Ist ja jetzt nicht so schön, oder? Ah, das ist gut verschweißt und der Stützbalken ist im Weg. Genau mitten auf der Straße. Oh. Naja, hier könnte man das ja direkt auch so lassen. Das hätte den Vorteil, dass wir dann gut ein rundes Geländer, ein halbrundes Geländer da anbringen könnten. Hätte den Nachteil, dass es wieder alles so zugebaut aussieht hier. Das ist auch nicht so schön. Aber ich glaube fast, dass es anders gar nicht möglich ist an dieser Stelle. Wir versuchen das mal. Vielleicht bekommen wir hier doch so einen Pfosten drunter. Ja, okay, ja, so ginge das ja zum Beispiel. Ja, ich finde, das geht. Das hält. Das hält. Ja, Moment, Moment. Da fällt mir noch was anderes ein. Klappt nicht. Wobei, ja doch, Moment, das kriegen wir jetzt hin. Jetzt weiß ich, jetzt hat's verloren. Wir haben gewonnen. Und ich weiß Bescheid. Jetzt, wir brauchen ja nur die Höhe, darum geht es ja. Das wäre die Höhe, aber ich glaube fast, dass wir das nicht eingebaut kriegen jetzt. Also den dachte ich jetzt hier oben draufsetzen und dann wäre das gut. Ist das aber nicht. Oh doch, da geht was. Aber falsch, oder? Ja, in die Richtung nicht. Das auch nicht. Wenn dann nach innen so ein bisschen. Nix. Nixe zu machen. Aber so steht der Stützbalken ein bisschen weiter an der Außenkante. Nur er bringt nichts. Ja doch, der ist festgeschweißt. Na, da vertraut aber jemand der Schweißnaht da oben. Wenn das hier so halten soll. Ach, vielleicht können wir ja später nochmal irgendwas aus Holz drunter bauen. Ja genau, wie wäre es denn damit? Wir haben sowieso hinter uns so einige Gebilde, die dann weg sollen. Aus Holz. Das da. Das hier oben, meine ich. Sieht ein bisschen zu
vollgestellt aus. Wir hatten ja am Anfang schon Pläne und Ideen, wie wir das hier schön bauen konnten. Und wie das immer am Anfang war bei unseren Siedlungen, da ging uns dann das Baumaterial aus. Schade drum, die Ideen waren bestimmt ganz interessant gewesen, aber jetzt verwerfen wir ja die meisten Ideen wieder. Wie ich finde, jetzt kennen wir uns auch mit den Bauteilen ein bisschen besser aus. Also dadurch haben wir vielleicht ein bisschen nicht mehr die gleichen Pläne wie am Anfang, aber anders eben. Vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ich dachte so, als so eine Art Tor, das wir drunter bauen. Aber ich sehe schon, das passt auch nicht. Das wird nicht hinhauen. So als Eingang. Schade. Ja, dann bleibt das erstmal so, bis uns da noch irgendwas anderes einfällt. Das wird uns mit Sicherheit so nicht gefallen, wie es jetzt dort steht. Also wir wollen hier mit Sicherheit noch irgendwas anderes mal machen. Aber es sieht schön zusammengewürfelt aus. Es sieht schön rostig, alt aus und naja, so. Wir wissen nicht, was wir tun und dann bauen wir das mal dahin. So sieht es aus. Ja, weil wir es brauchen, weil wir Schutz brauchen. Passt also. Ja, und dann wollen wir jetzt sofort gleich mal an den nächsten Turm gehen und da werden wir hoffentlich ein bisschen geschickter rangehen und nicht irgendeinen Baum versuchen mit einzubauen. Müssen wir wirklich aufstehen? Ja, Curry, aufstehen. Aufi, aufi. Ja, wie gesagt, diese Teile hier, die kommen weg. Vielleicht jetzt sofort. Nein, wir bauen jetzt. Wir gucken erstmal, dass wir hier den Turm wie geplant hinsetzen. Hier, dachte ich mir. Aber die Türme, die werden ja doch, wie wir schon festgestellt haben, in den letzten zwei Folgen oder in der letzten Baufolge zumindest, die Türme werden ja doch viel, viel größer als man denkt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das hier muss zum Beispiel weg dann. Können wir gar nicht jetzt, weil jemand am Arbeiten ist dort. Die Zäune wollen wir ja stehen lassen. Ja, und von hier wird doch niemand kommen, denke ich mal. Moment, ist irgendein Laden hier gerade nicht besetzt? Ne, wir sind alle besetzt. Die Aussicht ist ja schön von diesem Ort hier. Also von daher, so ein Turm, so einen ollen Turm hier hinzustellen, ist vielleicht auch nicht so schön. Aber sicherer ist es. Okay, erstmal müssen wir zusehen, dass wir die ganzen Händler wegbekommen. Denn wir wollen da ja jetzt bauen gerade. Naja, einfach zur Seite so, das soll erstmal reichen. Hier stelle ich mir die Frage, ob das Ding hier also einfach rumstehen soll oder... Ja, wir wollten ja sowieso nicht so nah an den Rand bauen, also könnten wir... Ja, das kann da stehen bleiben, finde ich fast. Oh, dann bauen wir aber mitten rein. Das geht aber. Ja gut, ein bisschen weiter raus könnten wir ja schon gehen. Kommen ja doch noch Angreifer rauf, aber
Ja, ich glaube so. Ja. Unten steht es auch gut. Ja, ist jetzt nicht so ganz im Sand vergraben oder im Boden, aber ich denke mal, das steht. Das steht, das kann man so lassen. Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Ja, ich weiß schon, es wird nicht ganz rund. Es wird so ein bisschen oval hier an der Stelle. Dann, wenn wir das so bauen. Das sieht schon fast aus wie so ein Bunkereingang oder so etwas. Ja, und die Optik, was sagt die uns? Oh, hoppla. Optisch, ja. Ich kann einfach nicht verlieren. Ah ja, okay, ich finde, das geht. So, von der Höhe finde ich ebenfalls, das ist hoch genug. Ah, wenn wir noch einen draufsetzen, dann wird es vielleicht zu hoch. Wir wissen ja auch noch nicht, wie wir das dann oben bauen, denn ab und zu könnte das ja auch ruhig mal überdacht sein da oben. Und das Dach braucht dann natürlich auch so noch seine Höhe. Also sage ich, das passt. Behaupte ich jetzt mal. Eine Leiter bekommen wir hier jetzt wieder nicht dran, aber vielleicht dort dran. Irgendwie nicht. Nein. Aber hoch müssen wir ja irgendwie. Zu wenig Platz hier, was? Jetzt aber. Wieder gewonnen. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Ja. Hm? Was? Hat er wieder gewonnen? Aha. Wo lässt sich das andocken hier?
Oh. Ein bisschen groß finde ich das dann. Also wie es dann in den Innenbereich übersteht, das fand ich jetzt ein bisschen zu viel. Ja, so vielleicht. Ist immer noch nicht wenig, aber ich glaube, so könnte das klappen. Das schmeckt köstlich. Oh. Ja, der gewinnt da immer an seinem Automaten. Ja, aber dann klappt das mit den Geländern ja jetzt wieder nicht, wenn wir hier sowas draufbauen. Ja, aber so hatte ich mir das gedacht. Ein bisschen zu groß. Das ist zu groß hier oben drauf. Wenn dann so. Oh, nein. Ob wir hier eine Treppe dran bekommen dann? Ah, nach oben geht's. Ah, das ist zu nah dran. Zu nah an der Wand dran war's. Nee. Leider nur so. Diesen Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Ich kann einfach nicht verlieren. Also, wenn hier oben eine Wache steht, die bräuchte, das könnte ziemlich windig werden, die bräuchte dann vielleicht so eine Art Windschutz noch. Aber das hier ist doch ein schöner Arbeitsplatz mit so einer herrlichen Aussicht. Und wenn mal eine große Welle kommt, oh, er ist ja oben. Gut, liebe Welt da draußen, somit steht doch schon fast der zweite Turm. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, Geländer und so bringen wir noch an und die Treppe nach unten muss auch noch richtig gebaut werden. Aber so weit, so gut, sage ich mal. Und das bedeutet, ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.